Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge ARK. Folge 18 ist das. Ich stehe hier hinter meinem super coolen Schild. Es ist nicht cool. Und unser Petanodo fotobombt uns ein bisschen. Aber diese Folge hat leider einen sehr traurigen Start. Denn wir haben in der Giganotosaurus Taming Folge leider zwei Dinosaurier verloren. Und deshalb habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet. Aber das Schwert immer noch in der Hand. So ist besser. Das hat die ganze traurige Stimmung versaut. Denn ich habe Grabsteine gemacht. In Andenken an die beiden. Rest in Peace. Alter, die Schriftart ist ja gar nicht mal so schön. Und direkt daneben. Mutterschiff. Ah, das soll ich vielleicht auch groß schreiben, alles. Ja, herrlich. Die armen beiden habe ich leider gegen den Giganotosaurus verloren. Den ich getamed habe, den habe ich auch ganz einfach in der Bude wegstehen, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass der vielleicht Scheiße baut. Weil ich bin vom Server geflogen, als die Aufnahme zu Ende war. Und da war ich mit dem Mutterschiff unterwegs und hatte den auf Follow beim Mutterschiff. Und dann hat der, ja, Mutterschiff aufgegessen, während ich vom Server geflogen bin. Und ja, traurig alles. Aber dafür habe ich Frust-Taming betrieben und habe mir drei neue Quarzos geholt, oder wie auch immer man die ausspricht. Der eine soll so für Schwertransporte sein. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so hochkomme. Nein, komme ich natürlich nicht. Da kann ich T-Rex und sowas draufstellen, was ich hier eigentlich nicht tragen kann. Aber so geht es. Ich habe schon einen Rundflug damit gemacht. Der eine ist so voll auf Damage geskillt und so. Das heißt Fighter. Und den anderen weiß man nicht, was ich damit mache. Da wollte ich irgendwas drauf bauen, aber ich habe keine Ahnung. So ganz genau weiß ich es noch nicht. Und ich habe einen Speedo. Den habe ich Level 96 getamed. Und der ist Level 147 ausgetamed. Nee, das kann nicht. Ja, vielleicht habe ich schon ein bisschen gelevelt. Ist auch egal. Und dann habe ich noch eine Wardrum gemacht, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber jetzt ist es soweit. Beats. Haben wir das auch mal gemacht. So, und was hatte ich jetzt vor? Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier eine schöne Hütte hingesetzt. Ist jetzt nicht das Meisterwerk der Baukunst, aber ja, das erfüllt halt seinen Zweck. Und sein Zweck ist nämlich, Eier auszubrüten. Und hier habe ich mal einfach mal so ein Pachi-Ei hingelegt, um das auszuprobieren, ob das auch funktioniert. Ich habe hier so Air-Conditioner hingestellt. 8 Stück an der Zahl. Hab hier einen Generator, der die Dinger anschmeißt. Und dann scheint das zumindest bei dem Ei hier ganz gut zu klappen, weil das ist die ganze Zeit am Brüten. Von daher wollte ich dasselbe nochmal machen, aber mit was Vernünftigem, nämlich Petanodon. Ich habe. Oder Reiners hat einen Perfect Tame Pteranodon. Und ich habe einen Perfect Tame Pteranodon. Beide Level 179. Und es lag gerade ein bisschen, aber das soll so. Und der ist Dr. Peter. Und Dr. Peter ist ein Weibchen. Ja, ist also ein ziemlich weiblicher Name. Und Pedro. Pedro ist Reiners Pteranodon. Der ist männlich. Und die waren beide perfekt. Also stelle ich die Süßen mal zueinander. Enable Wandering. Enable Wandering. Und nein, lauf nicht zu weit weg. Nein. Nein. Und wohl. Obwohl, im Moment. Im Moment sind sie machen's. Aber die laufen zu weit auseinander, glaube ich.
Wo ist der andere? Da. Ah, noch geht's. Nein, hat wieder neu angefangen. Verdammt! Okay, so wird das anscheinend nichts. Da muss ich was anderes einfallen lassen. Bleib stehen. Kannst du verstehen? Okay, der bleibt gleich stehen. Und er. Pedro. Bleib doch stehen! So. Dann stelle ich die, glaube ich. Wo stelle ich die hin? Also, das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich die ja in so einen Raum oben gestellt. Vielleicht mache ich das wieder. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das Ohrstegoi! Was zum Teufel? Lass mich durch, lass mich durch. Ah, ich bin auf der Lust. Ich glaube, ich stehe einfach hier rein. Mal gucken, vielleicht klappt es ja dann. Ach, ich laufe die nicht raus. Ich muss ja was trinken. Oh, lecker, lecker. Ich glaube, ich war jetzt richtig klug. Hab den anderen oben stehen lassen und hab gar nicht zum Hof fliegen, oder? Krieg ich davon wohl einen auf Follow? Ja, ihr seid klug. Weiter runter. Den zweiten noch. Die zweite natürlich. Dr. Peter. Zack, zack, zack. Scheint mir ziemlich schnell zu sein, irgendwie dafür, dass ich nichts geskillt habe. Hier sind ein bisschen die Frame-Anbrüche am Start, weil hier einfach so viele Tiere drin sind. So. Und neuer Versuch, dass ihr diesmal auch nicht bei eurer Paarung gestört werdet. Und das sieht doch schon eher nach einer Paarung aus. Also, Pedro flankt gerade Dr. Peter weg. Aber das sieht gut aus. Dann komme ich wieder, wenn die beiden ihren Koitus vollzogen haben, würde ich sagen. Also, bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Das geht nämlich relativ fix. Seht ihr, wie die Leiste hochgeht, aber nachher darf ich dafür auch umso länger warten. Und da ist es! Das Baby im Ei. Und es ist zu kalt. Habt ihr gut gemacht, die beiden. So, und jetzt schnell in unsere Bruthütte rein. Und hoffen, dass das auch genauso da klappt, weil sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst machen soll. Sonst darf ich die ganze Zeit herrennen, bis ich eine halbwegs vernünftige Temperatur finde. Da hab ich so Lust drauf. Eben was trinken, wenn ich schon hier bin. Bei dir läuft's aber noch, oder? Perfekt. Bei dem geht's sogar relativ fix. Hoffentlich geht's bei dir auch so sch. Oh, nicht Use Item, weil sonst esse ich das. Ich esse keine Babys. Und du? Aura brüten. Perfekt. Und dann würde ich sagen, warten wir, bis die beiden fertig sind. Aber ich werde. Ja, das ist schon wieder super. Eins braucht Beeren, eins braucht Fleisch. Kann ich hier gleich zwei Feeding Troughs hinstellen? Ja, denn in der Zeit, wo die beiden brüten hier, sammle ich schon mal. Das sieht nicht so ganz schnell aus. Sammle ich schon mal ein paar Sachen zusammen, dass ich hier alles soweit fertig habe, bis. Wenn die da sind und dann komme ich wieder und dann seht ihr die Geburt. Bis dann. Hallo Leute, da bin ich nochmal kurz. Ich störe nochmal kurz. So, einmal zwei. Ja, Fell und halb. Und ich war mir schon Essen machen und habe schon geduscht und habe schon alle Sachen zusammengesammelt. Hier ein paar Beeren. Hier ein bisschen Fleisch. Bisschen viel Fleisch. Und was ich noch sagen wollte, ich wollte mich einmal bedanken dafür, dass unsere Videos in letzter Zeit für unsere Verhältnisse echt viel geguckt werden. Da habe ich mich echt richtig drüber gefreut. Auch darüber, dass wir neue Abonnenten haben. Also erstmal hallo an euch und danke, dass ihr uns abonniert habt. Haben wir uns echt richtig drüber gefreut. Da haben wir erstmal Freudentänze gemacht. Und ja, was ich noch gefunden habe in der Zeit, wo ich hier die ganze Zeit am Warten bin,
ist nämlich, dass bald ein neuer Dinosaurier kommt. Der heißt Troodon. Ich kann ihn hier einmal einblenden. Und ja, sieht ein bisschen aus wie ein Raptor, finde ich. Und ich habe keine Ahnung, wie groß der ist, aber ich weiß auch nicht, ob der überhaupt schon raus ist. Weil heute kam wieder ein Update, aber ich glaube nicht. Ich wäre total uninformiert. Aber falls ich was mitbekomme, wird da wahrscheinlich wieder ein Special-Video kommen, wo ich das dann einmal tame und vorstelle und alles mache, was man damit so machen kann. Also, dann komme ich wieder, wenn die beiden Babys hier soweit sind. Ist ja nicht mehr lang. Bis gleich. Hallo Leute, ich mache nochmal einen unerwarteten kurzen Zwischenstopp, weil ich den Alpha T-Rex vor der Bude stehen habe. Und ich glaube, den sollten wir lieber beseitigen, bevor er noch irgendwie zu uns läuft. Und ich dachte, das mache ich mal hier mit euch zusammen. Denn da können wir gleich mal unseren Kampfquatzel ausprobieren, wie der sich so schlägt. Der hat 1000 Damage und 13.000 HP. Also, mein Quatze. Mal gucken, ob der das. Aber bis jetzt hat er nicht weiter Damage bekommen. Welch ein spannender Kampf. Komm her. Eigentlich sollte er guten Schaden machen. Oh, da habe ich mal ein bisschen kassiert. Aber das sieht man nicht mal. Hier, ich muss nicht mal ausweichen. Ich halte eiskalt drauf. Hat er schon Schaden? Ja, er blutet schon ein bisschen. Aua. Oh, jetzt ist er doch ein bisschen Schaden. Aber ich glaube, er hat mehr Schaden als ich bis jetzt. Ah, sieht gut aus. Friss, Junge, friss! Du kassierst. Schaffe ich sogar mit dieser Stamina vielleicht, hoffentlich. Hey, wo ist sie hin? Kannst du mich entkommen? Oh, du bist doch schon so am Duden, Kim. Oh, ist das so schlimm, was ist da? Yo! Er hat sogar eine Trophäe bekommen! Mal gucken, ob irgendwas im Inventar ist. Ich kann gerade nicht absteigen. Ich frag mich nicht warum. Hallo? Jetzt. Ey, was ist so für komische Bewegung hier? Ey, ich hab Kampfmusik. Warum? Ey, was machst du? Irgendwie. Was angreifen? Ey, komm mal her. Ey, du, hau mal ab. So, das ist auch einfach. Okay. Aber eigentlich müsste das Ei auch gleich fertig sein. Da gucken wir erstmal fix nach. Bevor ich hier wieder euch wegschalte und dann ist das schon fertig und dann kann ich gleich wieder. Ich muss was essen. Framerate-Brüche, Framerate-Brüche. Da sieht man die Dampfeier schon durch die Wände. Also bis jetzt noch nicht. Hallo, Wände, ladet, danke. Ja, okay. Das dauert noch kurz. Aber jetzt ist es fast soweit. Da ist es! Babypartie Level 84. Imprint. Patinator. So, ich habe keine mehr. So. Fünf Bären. Alter, wie schnell ist das hier denn? Ach du Scheiße, dann kann ich ja die ganze Zeit was nachholen. Ja, das wird lustig, juhu. So, und jetzt warten wir noch auf den Pteranodon, aber der ist ja schon mal ganz nümmig. Guckt aber ganz schön grimmig. So. Und jetzt Pteranodon. So, naja, und hier ist es auch gleich soweit bei Pteranodon. Zeitreisen sind schon mal schön, nicht wahr? So. Das ist 185. Oh Gott, ich muss nehmen. Name, 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 Name. Fleisch. Essen, essen, essen. Zack.
185 und Female, das heißt, wir könnten den mit Petro paaren und dann. Ah, es wäre ein bisschen inzestig eigentlich. Mit dem Papa und. Nee. Inzest, ein Spiel für die ganze Familie. Kommt mit mir, meine beiden. Hoffentlich kommen die mir auch hinterher. Oh, guck mal, wie süß die sind. Ist das geil. Weil ich habe schon Johnny bereitgestellt, weil wenn du die nicht auf Follow hast, dann bewegen die sich die ganze Zeit, also sind am Wandern und ich habe keine Lust, dass sie mir irgendwo hinwandern. Oh. So, weiter, 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 weiter. Deshalb setze ich mich jetzt gleich auf Johnny, mach die auf Follow. Und dann, so. Hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Nein, nicht du! Dein Ernst? Du kommst hier jetzt weg. Oder auch nicht. Easy. Lass mich hier durch. Nein, wandert nicht weg. Verdammt, Babys. Du auch. Ja. Oh, geschafft. Geschafft. Das war ja richtig einfach. So, du noch irgendwas zu essen. Hatte schon nichts mehr drin. Und du noch. Und dann stelle ich hier schon mal das Ding wieder aus. Und zwar brauche ich hier noch so viel Gasolin. Und dann hoffe ich, es hat euch wieder mit mir gefallen. Mit meiner kleinen Zucht hier. Ich stelle mich da mal so zwischen. Guckt sie euch an. Sind sie nicht niedlich? So, ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch bitte ein Abo da. Da würden wir uns echt drüber freuen. Oder irgendwie ein Like oder so. Das wäre auch schon eine ganz schöne Sache, dass wir so ein bisschen sehen, dass das, was wir, die Mühe, die wir uns machen, also auch irgendwie, dass sich das auch lohnt, sich die zu machen. So, dann wünsche ich mir noch einen ganz schönen Tag und tschüss.